Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Channel. Zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass die letzten zwei Wochen keine Videos kamen. Das lag daran, dass mein Rechner zwischendurch mal kaputt gegangen ist und ich seitdem auch erstmal wieder viel neu installieren muss. Auf jeden Fall, was ich euch heute zeigen will, ist, wie man Villager in Minecraft dazu bringen kann, das zu handeln, was ihr wollt. Dazu benötigen wir das bekannte Programm MC-Edit und dieser Link wird auch in der Beschreibung sein. Hier laden wir dann das einfach für unsere Plattform, die wir brauchen, runter, in meinem Fall Windows 64-Bit. Ist das dann fertig runtergeladen, haben wir das in unserem Download-Verzeichnis und wir können es mit einem Doppelklick öffnen und drücken dann Ausführen. Dann öffnet sich hier ein WinRAR Self-Extracting-Archiv und das extrahieren wir einfach in unseren gewünschten Pfad, in meinem Fall Download. Das Ganze erstellt einen eigenen Ordner, das heißt wir müssen keinen neuen erstellen. Das geht auch relativ schnell, dass wir auch hier direkt dann den Ordner MC-Edit öffnen können. Hier ist auch schon die Exe, allerdings benötigen wir die vorerst nicht. Zuallererst gehen wir nämlich in Minecraft rein. Dann gehen wir in Einzelspieler und gehen halt in die Welt, wo wir das Ganze ändern wollen. In meinem Fall habe ich hier schon die Welt-Tutorial erstellt und habe schon etwas vorbereitet. Wir brauchen nämlich eine Truhe und die stellen wir hin. In diese Truhe kommt dann in die oberste Zeile das, was wir tauschen wollen, also was wir als Spieler haben. Und die untere Zeile hier dann kommt das, was wir dafür bekommen, wie ich es hier schon in meinem Inventar vorbereitet habe. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Ich ziehe das Ganze jetzt in die Kiste hier oben rein. Und das Ganze sieht dann so aus. Für jeweils ein Ziegel bekommen wir unsere Lederrüstung, für 4 Ziegel bekommen wir dann eine Holzspitzhacke, für 2 Eisen bekommen wir dann eine Steinspitzhacke und für ein Gold eine Eisenspitzhacke. Wenn das Ganze so angeordnet ist, können wir ja auch hier wieder rausgehen und können dann hier speichern und zurück zum Hauptmenü drücken. Als nächstes gehen wir wieder in den Ordner, wo wir MC-Edit extrahiert haben und öffnen die Exe. Da öffnet sich eine kleine Konsole und es öffnet sich auch relativ schnell. MC-Edit ist seit einiger Zeit in zwei gespalten, kann man so sagen. Es gibt eine Version 2 und es gibt die Version 1. Ich zeige euch hier das jetzt mit der Version 1, die immer noch weiterentwickelt wird, allerdings nicht mit einem Originalentwickler. Die Version 2 allerdings ist komplett anders aufgebaut, hat zwar die gleichen Funktionen, ist allerdings komplett anders aufgebaut. Aber ich zeige es euch trotzdem hier, ist relativ einfach. Wir gehen hier dann nämlich einfach auf Quick Load und wählen die Welt aus, die wir gerade eben bearbeitet hatten, in meinem Fall halt Tutorial. Dann sehen wir hier auch schon die Spieleransicht und hier ist unsere Kiste. Mit rechter Maustaste gedrückt halten, können wir herumschauen und mit WASD können wir uns bewegen, relativ schnell, deswegen muss man da ein bisschen das Gefühl dafür finden. Dann bewegen wir uns so auf die Kiste zu, dass, wenn wir hier drüber fahren, ein weißer Rand entsteht. Dann machen wir einen Linkstick drauf und nochmal einen, allerdings kein Doppelklick, und gehen dann hier unten auf diese Glasflasche, wo Filter drauf steht. Und hier wählen wir einen Filter aus, Create Shops. Und hier haben wir nochmal ein paar Untereinstellungen, zum Beispiel in welche Richtung er schauen soll, also stehen soll, wo der Kopf hinschauen soll, was für ein Kopf er haben soll, zum Beispiel ein Creeper Skull. Mache jetzt einfach mal rein, um euch zu zeigen, dass das auch geht. Auch ein Player Skull kann man nehmen. Und ja, was uns allerdings interessiert, ist hier Trade. Nämlich Profession, da können wir dann die Villager Art reingeben. Ich nehme jetzt einfach mal den normalen grünen. Dann Add Stopping Trade, das heißt, dass er nach einer Zeit nicht mehr mit euch tradet. Das nehmen wir am besten raus für so Spielmodi wie zum Beispiel Bed Wars. Das hier steht dafür, dass er unverwundbar ist. Stimmt zwar nicht ganz, man kann ihn auch mit diversen Möglichkeiten töten, aber er ist halt weitestgehend unverwundbar. Make Unlimited Trades, das wollen wir, dass er nicht aufhört zu traden. Give Experience, das sollte man vielleicht ausmachen für so Minigames wie Bed Wars. Make Villager not move, also dass sie sich nicht bewegen können, das hauen wir rein. Und Silent, dass sie halt keine nervigen Geräusche machen, das mache ich auch rein. Und den Namen geben wir im Shop. Dann drücken wir hier auf Filter, Escape. Dann drücken wir nochmal Steuerung S, dass sie saved. Dann drücken wir wieder Escape und drücken hier Quit, also verlassen. Gut, dann können wir den Ordner auch schon wieder schließen und gehen erneut in Minecraft rein. Wieder ein Einzelspieler und in unsere Welt. Und wir sehen dann auch schon, er hat hier jetzt einen Creeper-Kopf drauf, wie wir gerade eben auch ausgewählt hatten. Ich glaube, hätte ich da nichts ausgewählt und nur meinen Namen hingeschrieben, wäre es jetzt meiner gewesen, aber da habe ich nicht gut genug mitgedacht. Sieht so ein bisschen aus, als würde der jetzt kotzen mit der Nase, die da rausragt. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt rechts auf ihn machen, sehen wir auch schon, er handelt genau die Sachen, die wir vorhin in die Kiste reingelegt hatten. Und wir können ihn auch schlagen, er stirbt nicht. Und wir können mit ihm jetzt auch mal traden, indem wir hier was reinlegen. Dann kriegen wir hier nämlich die Ledersachen. Funktioniert alles. Und die Spitzhacke auch. Und die Spitzhacke und die hier geht auch. Also man kann alles wirklich mit dem
traden. Ja gut, das wäre dann auch schon alles, was es zu sagen gibt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Tutorial wieder. Viel Spaß und tschüss.